zwar zehnmal so viel müssen, dass du nur mehr gefallen hast, du weißt schon. Wenn du heute auf Nacht warst, schau nur mal nach rechts und schau genau hin. Und dann schaust du nur mal da und dann schaust du nur mal genau hin. Und dann überlegst du, ob du heute auf Nacht nicht doch lieber lachen gehst. Die beiden Freunde, die wo dabei sind, die sagen, wir freuen uns jetzt erstmal um die. Aber die sind immer früh. Zwei Drittel der deutschen Schlafen auf der Couch. Männer. Und du machst auch so viel Kreuzweh. Und jetzt habe ich so viel Kreuzweh gehabt in der letzten Zeit, dass ich zum Doktor gekommen bin und gesagt, das hilft nur noch Cannabis. Ich habe es heimlich probiert. Weißt du, ich kann ja nicht zum Doktor gehen und sagen, ey, verschreib mir Cannabis, dann weiß ich nicht, was haben wir da verschreibt. Ich meine, ich kann so, verschreib mir Valium, dann weiß ich ungefähr, wie das wirkt, oder verschreib mir das, aber es gibt so viele Sachen, die werden da verschrieben, du weißt gar nicht, was da drin ist, was da wirkt. Also, weißt du, und beim Hanf ist das ganz einfach, da ist bloß Hanf drin. Also da ist nicht irgendwie, da ist nicht die Pharma und nicht Bayer oder irgendwas daran beteiligt, bis jetzt drin zu gehen, das ist eigentlich nicht schlecht. Und eigentlich möchtest du irgendwie sagen, also das ist eh unglaublich, gell, dass das noch nicht geschickt haben irgendwie. Gell. Das ist so. Also, das probier's mal. Das, was ich da heute mache, das heißt, mit Hans Söllner unterwegs und für euch beginnt das heute. Mit Hans Söllner unterwegs. Das ist ein Spiel, das ist ein Familienspiel. Das kannst du bei Ravensburg abstellen, kostet 39,40 €. Mit Hans Söllner unterwegs. Und das ist ein Würfelspiel und das hat 6 Ereignisfelder. Ein gelbes, ein blaues, ein grünes, ein schwarzes, ein braunes, was weiß ich was, verstehst du? Und dann musst du halt da würfeln, da gibt's nicht, kommst du über los, kriegst 4.000 € und dann sitzt du hinten aus und dann kaufst du 2 Häuser. Nein, da geht's total, da, ohne Einsatz, nur du bist der Einsatz. Du selbst bist der einzige Einsatz bei dem Spiel. Und du würfelst, imaginär würfel ich jetzt für euch da herin. Nimm mir die 2 Würfel und das hat 36 Felder. Würfel jetzt da imaginär für euch. Könnt ihr mir folgen? Imaginär würfel ich jetzt für euch. Beginne ich heute das 7. Ich habe 7 gewürfelt mit 2 Würfeln. Verstehst du? Nimm die Manschgerl, Braunau, das Gelb. 7. Okay. Gelbes Feld. Das ziehe ich für euch die Ereigniskarte vom gelben Feld. Imaginär. Und da steht drin, das lese ich jetzt vor, das ist eure Aufgabe heute auf Nacht. So beginnt das Spiel. Jeder von euch hat irgendeinen Nachbarn, der ein absolutes Arschloch ist. Jeder von euch, das weiß ich. Ich habe auch eins, ich bin bestimmt auch eins für einen anderen, verstehst du? Also, aber ich weiß, dass jeder von euch hat ein absolutes Überarschloch in seiner Nachbarschaft, in seinem Haus, in seiner Wohnung. Aber ich gehe jetzt zum Nachbarn, von dem, da wo du schon seit 30 Jahren im Sekundenkleber die Schlüssel verklebst und im Vorgarten eine Scheiße ins Auto zu kratzen. Von dem Nachbarn, den du seit 30 Jahren hast für die Pest, weil er eine schöne Frau hat und dann schaust du rein hier. Verstehst du? Dieses Oberarschloch in der Siedlung, der Obmann, der was weiß ich, der Blockwart, verstehst du? Da, das ist die Aufgabe heute Abend, das ist die Karte, die Profi euch so haben, bei 7 gewürfelt, verstehst du? Da steht drauf, jeder von euch geht heute zu diesem Oberarschloch von Nachbarn um, 2 in der Nacht. Stell dir einen Wecker, damit du nicht verschlafst. Er ist 2 in der Nacht um und klingelst ihn einfach aus, dieses Oberarschloch. Wenn er da in der Unterhosen nagelt oder im Unterhemd da steht und schreit, was ist denn los? Dann sagst du bloß zu ihm, ich hole 6, 7, brauchst du auch. So beginnt das Spiel heute. Hey, was ist, was hast du gesagt? Da drum geh weiter, schau dich um. Und dreh ja nur dein Arsch nicht hin, sonst knallt die Ohren zusammen. Und dreh ja nur dein Gesicht nicht hin, sonst haut die wie ein Sack. Hey Türke, sitzt hier, wir scheißen auf das braune Pack. Hey Türke, sitzt hier, wir scheißen auf das braune Pack. Hey, was ist, was hast du gesagt, da trink ich weiter, trau dich her. Für mich gibt's bloß noch Menschen, für mich
gibt es keine Hautfarbe mehr. Und wenn mein Freund der Grieche ist, dann grieche ich mit ihm aber noch nicht. Bevor ich mit dir aufrecht gehe fürs deutsche Vaterland. Bevor ich mit dir aufrecht gehe fürs deutsche Vaterland. Dem, was ist, was er gesagt hat, dann geh weiter, halt dein Mai. Ich schreib dir deine Freunde nicht vor, ich lade doch sowieso bloß meine ein. Da kann ich mir jetzt sauber leisten, aber was heißt, ich weiß nicht, ist jetzt so. Ich weiß, wer meine Freunde sind, die hab ich nicht eingeladen. Ich weiß, wer meine Freunde sind, hey, die hab ich nicht eingeladen. Hey, was ist, was hast du gesagt da drin? Leck mich doch am Arsch. Du bist ein kleiner Feigling, hey, das hab ich doch sowieso. Weil ich weiß schon gewusst, du bist ein kleiner Schisser. Und das eine, das kann ich dir heute einmal sagen. Du brauchst nie Angst vor mir, vor dir muss man eine haben. Du brauchst nie Angst vor mir, vor dir muss man eine haben. Was ist, was hast du gesagt da drin?